Ja, ich hätte das Steak hochkant vor der Nase, dass sie quer drauf guckt. 52 Grad innen im Steak. Für Medium ist das. Und wenn man das jetzt nicht standard am Grill hat, sollte man sich einfach nur einen Kerntemperatur wiederholen als Hand. Ne? Und das finde ich auch gut.